Ja, ihr seht richtig, heute ist es mal wieder Arti-Tag und ich bin ja kein Idiot, wenn ihr schreibt und sagt und zu mir spricht mit Alcaramba, wir würden gern wieder ein bisschen mehr Artis sehen und ich sehe ja, dass ihr irgendwie auf diese Klasse steht, dann nehme ich mich natürlich dem an und zeige euch dann vielleicht einmal in der Woche oder alle 2 Wochen auf jeden Fall mal ein schönes Arti-Replay. Und hier haben wir so eins, gespielt von Veslem. In der Lorraine 155-51 Karte ist Steppen und ich bin schon sehr gespannt und ich weiß ja schon in etwa, zumindest von den Zahlen, Daten, Fakten, wie sich das hier so verhält. Diese Linie geht ja und endet in der Autoloader-Arti, für mich fast schon eine der spannendsten, weil sie zwar nicht den höchsten Damage macht, aber trotzdem unglaubliches Potenzial hat. Und jetzt schauen wir mal, wie er hier aimt. Der T49, der hat jetzt hier kurz gescoutet, Schuss ist raus und der ist der One-Hit schon da. Also wirklich, ja, RIP, rest in peace, das trifft's wohl. Und hier jetzt auf den CDC oder den T54, er hat auch noch ein Sekündchen, dann hat er nachgeladen. Jetzt ist es durch und Granate liegt an, Schuss ist raus und da ist der nächste One-Shot. Ja, Wahnsinn. Das funktioniert ja schon mal sehr gut. So, und auch hier. Er schreibt, dass er mehr auf der Seite brauchen würde, aber wenn das so weitergeht, braucht er gar keinen mehr. Dann macht er die Seite allein. Your next T35. Ja, jetzt wird er sogar ein bisschen arrogant. Aber, naja, kann man ja auch mal machen. So, jetzt auf den 1390. Auf den kommt allerdings nicht so gut drauf. Aber es funktioniert, wenn er so bleiben würde. Und der Schuss ist raus. Und er zündet ihn an. Und da ist auch er weg. Oh, wenn ich der Gegner wäre und diese Attitüde, da würde ich ja sauer werden. In anderer Art und Weise. So, jetzt hat er hier den T54, auf den er wohl gehen will. Schuss ist raus. Und auch den trifft er, zündet ihn auch wieder an. Und ja, es ist wirklich, ja, jeder Schuss ist da ein Treffer. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Jetzt geht er vielleicht hier unten auf die. Oder auf den Jagdtiger. Ein sehr schönes Ziel. Weil eben auch nicht so schnell. Und wenn er jetzt noch ein bisschen schräger fährt. Boah, aber der Tiger vorne wäre... Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Ich dachte mir, der Tiger vorne wäre fast noch schöner. Aber naja, dann haut er halt einen Lead-Treffer auf den Jagdtiger raus. No problem. Das Schöne auch an der Lorraine Arti, dass die wirklich flink ist. Man kann auch mit der mal sich gut verlagern. Das ist sehr angenehm. So, der nächste Schuss ist schon gleich im Lauf. Und da nimmt er den Tiger raus. Wahnsinn. Aktuell 5 Kills, was sein Team gemacht hat. Und er hat davon 3 Kills. Und ja, er sagt auch nicht ganz zu Unrecht, aber mit so einer leichten Ego, mit so einem leichten Ego-Unterton, dass er der Einzige ist, der was tut im Team. Er ist sehr fleißig, das kann man ganz klar sagen. Auf jeden Fall ein unterhaltsamer Kerl. Jetzt ist die Frage, wann kommt der nächste? Auf wen kann er dann gleich wieder wirken? So, der T54 hat da die erste Arti mal rausgenommen. Und da jetzt auf den Type. Er bleibt da auf ihm drauf. Schuss ist raus und nochmal 500 Damage.
So, und den T54, den will er absolut haben. Aber er hat leider noch ein bisschen Nachladezeit. 7 zu 10 steht's. Jetzt einen schönen Artilleristen, das wär's. So, Schuss ist raus. Und der trifft mal nicht. Was ist denn da los? Unverschämtheit, muss man ja schon fast sagen. So, Motherfuck those SPG. I love you too. Ja. Wer wird gern von der Arti gekillt? Niemand. So ist es natürlich. Jetzt auf den Jagdtiger. Und wir schauen uns mal die klassische Sicht an. Hat ihn schön seitlich, der Schuss kommt. Und er trifft. Und der Jagdtiger ist zerstört. Wie viel er gemacht hat, kann ich euch nicht sagen, aber auf jeden Fall war es schon wieder ordentlich. Mittlerweile steht es 11 zu 11. Jetzt braucht er den Spot natürlich. Der 1357 muss da sich dem annehmen. Da ist ein super Pershing. Schuss ist raus und perfekt getroffen. Wirklich, der. Also, Arti kann er spielen, der junge Mann. Das muss man ganz klar neidlos anerkennen. We won't lose with me on this team. Ja, er hat so eine leichte Arschloch-Einstellung, aber irgendwie hat er nicht Unrecht, muss man ja sagen, wie es ist. Wenn sie ihn nicht hätten, dann wäre das eine Niederlage. Also er macht hier einen verdammt guten Job. Und es so raushängen zu lassen, naja. In anderen Ländern würde er für sowas hart gefeiert werden. Jetzt braucht er nur noch den Blick auf den sturen Emil. Ist denn der 1357 ist wohl noch voll? Ja, tatsächlich. Also der 1357 müsste einfach ein bisschen mehr Eier haben. Den mal spotten. Es geht ja nur einen kurzen Blick. Und dann war es das auch schon. Aber scheinbar traut er sich einfach nicht. Da ist er. Der sture Emil. Er hat lange Zeit zum Einaimen. Schuss ist raus. Er fliegt runter und er trifft ihn und zerstört ihn natürlich. Also, ob an die Art und Weise, wie er schreibt, wie er sich verhält, gut heißt toleriert, weiß ich nicht. Aber er spielt fantastisch gut und er hat wirklich auch meines Erachtens allen Recht dazu, einen kleinen wenig Arroganz an den Tag zu legen. So, nun ist der Super Pershing mit der Lorraine auch fertig und last but not least noch 212er, was da am Leben ist. Das war's auch schon da oben. Vielleicht holt er sich sogar noch den Krieger. Der wäre verdient. Zieht sich zurück. 1357 kommt nicht wirklich drauf. Er aimt, er lässt sich alle Zeit der Welt, um einzuaimen. Schuss ist raus. Und er macht ihn und macht seinen Krieger. Und der ist wirklich verdient. So soll es sein. Wirklich ideal. Ich fand das Replay unglaublich unterhaltsam. Ich hoffe, ich habe es ein wenig so rübergebracht. Wünsche ich weiterhin viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.